Die Merkel hat einfach einen Trick drauf, da fallen die alle immer wieder drauf rein. Wenn die vor der Merkel stehen, schimpfen, toben, sauer sind und auf sie einreden, dann dreht die Merkel sie einfach um und sagt, die stehen hinter mir. Wie oft sich allein schon François Hollande hinter der Merkel wiedergefunden hat, ohne zu wissen, wie er da hingekommen ist. Die meisten haben inzwischen begriffen, man kann diese Frau nicht angreifen. Jeder weiß, ein Kind, das seine Mutti schlägt, kriegt das Händchen abgesägt. Und sie hat ja auch einen ganz eigenen Stil entwickelt, das muss man ihr lassen. Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt sie nicht, das ist falsch oder das sehe ich anders oder das ist Blödsinn. Dann sagt die Merkel so einen Satz wie, das ist nicht mein Duktus. Da kann der andere nicht mal sauer sein. Sie können ja nicht auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist es noch so eine Frauensache, da haben sie richtig die Arschkarte. Und der Duktus der Kanzlerin ist zum Teil atemberaubend. Ich sehe sie noch da sitzen, Pressekonferenz, am Tag nach der Atomkatastrophe in Fukushima. Da sitzt sie da und sagt wörtlich, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? So einen Satz hätte der Steinbrück gar nicht überlebt. Den hätten die dem auf die Stirn tätowiert, als Beispiel dafür, dass man sie im selben Satz widersprechen kann, ohne dazwischen Luft zu holen. Nur die Merkel kommt mit sowas durch. Die kommt mit allem durch. Die Deutschen sind wild entschlossen, diese Frau gut zu finden. Die kann machen, was sie will. Sie hat fast alles versucht. Aber die Deutschen sind, 70% der Deutschen finden Angela Merkel gut seit Jahren. Es gab diese legendäre Umfrage. Da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%, da gehe ich schwer von aus. Die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Das kann... Das kann der Deutsche trennen. Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und ich glaube nicht, dass er jetzt wirklich alles weiß. Dann wird die doch ein anderes Gesicht machen, hören Sie mal. Entschuldigen Sie bitte mal, 25% der erwerbsfähigen Bevölkerung in diesem Land können wir keine Stelle anbieten, bei der mehr als 700 Euro netto im Monat rumkommt. 40% der Deutschen dürfen sich auf Altersarmut freuen. Das sind offizielle Zahlen vom Arbeitsministerium. Das kann die Frau doch nicht wissen. Sonst könnte sie sich nicht dahinstellen und mantramäßig wiederholen, Deutschland geht es gut und ich möchte, dass das so bleibt. Sehen Sie, das ist gar keine Raute der Macht. Das ist eine Form von Selbsthypnose, die leider auch beim Gegenüber funktioniert. Der Wähler ahnt, dass die Euro-Krise nicht mal in Ansätzen gelöst ist. Der Wähler weiß, dass man auch von 8,50 Euro Stundenlohn kein anständiges Leben führen kann. Er spürt, dass das Gesundheitssystem genauso vor sich hinbröselt wie unsere Infrastruktur in Form von Brücken und Straßen. Und er weiß, dass 10% der Schulstunden ausfallen. Und dass der Pflegenotstand in Altenheimen längst ausgebrochen ist. Aber der Wähler will sich an irgendwas festhalten. Und dann starrt er auf das Hypnose-Dreieck der Macht. Vertraue mir. Und dann schlägt der Wähler die Hände vors Gesicht und sagt, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Der Wähler will keine schlechten Nachrichten hören. Und er will, der deutsche Wähler schon gar nicht. Und der deutsche Wähler will auch keinen Streit. Er will keine Diskussion, kein Palaver. Im Grunde will der Deutsche auch keine Demokratie. Eigentlich möchte der Deutsche einen gütigen König an der Spitze. Und das hat die Merkel begriffen und sie gibt uns Queen Mum. Sie lässt sich als Queen Mum in der Sänfte durchs Land tragen und sondert ihre Sprechblasen ab. Und das Geniale ist, ihr ist völlig egal, wer ihr die Sänfte trägt. Da ist sie nicht wählerisch. Wenn da ein Koalitionspartner schlapp macht, ruft sie den nächsten Träger. Komm her. Inzwischen scheint ihr sogar egal zu sein, wo die Sänfte hingetragen wird. Steuererhöhungen, warum nicht? Hören Sie mal, diese Frau hat 8 Altatommeiler von heute auf morgen ohne gesetzliche Grundlage stilllegen lassen, deren Laufzeiten sie ein halbes Jahr vorher noch mal extra verlängert hatte.
Der ist völlig wurscht, wo die Sänfte hingetragen wird. Die will da nur drin sitzen. Meine neueste Theorie ist, die Frau interessiert sich für Politik überhaupt nicht. Die ist einfach nur gerne Kanzlerin. Oder nicht gerne zu Hause. Ne? Vielleicht kann sie da mal einer hintragen.